Wir haben Sie gebeten, liebe Zuschauer, uns Ihre Fragen zu Amalgam und Amalgamfüllungen zukommen zu lassen. Einige Ihrer Fragen werden wir nun unserem Experten Dr. Joachim Mutter vom Umweltmedizinischen Institut der Uni Freiburg vorlegen und beantworten lassen. Dr. Mutter, die erste Frage lautet, kommt von Frau Spey aus Schwäbisch Hall. Sie fragt, sie hatte zahlreiche Amalgamplomben und seit Jahren Asthma, ob es da einen Zusammenhang geben könnte. Ja gut, wir haben jetzt einen ganz eindrücklichen Fall. Sie hatte seit 20 Jahren Asthma und chronisches Lungenemphysem schon, also Zerstörung der Lunge. Und wir haben praktisch, und sie hatte früher sehr viel Amalgamfüllungen gehabt, aber schon lange, vor 10 Jahren, rausmachen lassen. Und durch die Entgiftung wird die deutlich besser. Sie kann wieder Fahrrad fahren. Also für sie ist praktisch ein Wunder geschehen. Also wäre vielleicht auch für Frau Spey das ein Weg? Eventuell mit Vorsatzmaßnahmen natürlich, ja. Aber bei ihr hat zum Beispiel eben DMPS sehr, sehr gut gewirkt. Das ist das Entgiftungsmittel. Die Frau Scholl aus Stuttgart, 63, sagt, seit ihrer Jugend hat sie viele Amalgamplomben und auch seit Jahren eine Autoimmunkrankheit und Probleme mit der Wirbelsäule, was sie tun kann. Das Bundesministerium für Gesundheit hat 1995 eine große Pressemitteilung gemacht. Endlich wäre es verstanden, wie Autoimmunerkrankungen funktionieren. Nämlich durch Quecksilber lässt sich nur Autoimmunerkrankungen sehr einfach auslösen. Das heißt, alle Autoimmunerkrankungen können durch Quecksilber, allerdings aber auch durch Gold und andere Metalle ausgelöst werden. Ja, das Immunsystem greift das an den eigenen Körperbestandteile an. Und da muss man praktisch die Amalgamentfernung mit besonderen Schutzmaßnahmen machen, oft auch Cortison geben, weil es sonst so Schüben geben kann. Also wenn Sie Amalgam entfernen, kriegen Sie mehr Quecksilber ab und das kann zu Schüben führen einfach. Dann fragt Herr Faller aus Tennenbronn, der seit über 5 Jahren Herzrhythmusstörungen hat, keine Therapie, kein Medikament hat bis jetzt wirklich geholfen. Er hat aber zahlreiche Amalgamfüllungen, ob es einen Zusammenhang geben könnte. Es gab eine Studie an chronisch herzkranken Leuten und die haben festgestellt, dass die herzkranken Leute bis zu 22.000 Mal mehr Quecksilber in ihrem Herz haben wie normale Leute. Man muss auch wissen, dass Amalgamträger bis zu 12-mal mehr Quecksilber in ihren Körperorganen haben. Und gerade auch bei Herzrhythmusstörungen haben wir sehr, sehr gute Erfolge, unter anderem auch, dass wir die Metalle rausholen. Also wir versuchen halt, die Metalle rauszuholen mit Entgiftung. Und zum anderen eben auch noch naturheilkundlich zu arbeiten, zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren spielen eine große Rolle. Verschiedene Aminosäuren und auch Kräuter können da helfen. Mit der Bitte um ganz kurze Antwort. Frau Kinzler fragt, hat Amalgamplomben, wünscht sich ein Baby, soll sie die Amalgamplomben rausmachen lassen? Also wenn sie sich ein Baby wünscht, und wir wissen ja, dass Mütter sozusagen das Quecksilber an ihre Kinder übergeben, da gibt es Leichenstudien auch an Kinder mit plötzlichem Kindstod. Ich würde sagen, solange sie die Amalgamfüllung drin hat, würde, wenn es jetzt meine Frau wäre, ganz ehrlich, würde ich sagen, zuerst die Amalgamfüllung raus, dann mindestens 1 oder 2 entgiften und dann erst schwanger werden. Gut. Es gibt noch ganz viele Fragen. Sie sind freundlicherweise auch noch am Telefon erreichbar zu diesem Thema. Also Sie können Dr. Joachim Mutter noch am Telefon erreichen und ihn zu allen Problemen über Amalgam befragen. Unser Expertentelefon ist bis 21 Uhr geschaltet unter der 01803 929 505. Oder Sie gehen auf unsere Internetseite www.swr.de/landesschau-bw. Dort finden Sie auch Hinweise zu Büchern und zu einem speziellen Buch von Dr. Mutter genau zu dieser Problematik. Es gibt Menschen in der Politik, die sind auf den ersten Blick ganz unscheinbar.